wenn die richtigen Menschen am richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Energie zusammenkommen, na dann sind Wunder möglich. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wo sind die richtigen Menschen? Ja, das bist du. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist jetzt. Eine Krise ist nichts anderes als eine Veränderung, die versucht zu geschehen. Die gesamte Welt will sich gerade verändern. Aber mit den richtigen Menschen am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Energie, dann kriegen wir das gemeinsam gewuppt. Und deshalb wird der Weltuntergang ausfallen. Bei Ebbe zeigt sich, wer eine Badehose anhat. Und ich erlebe eine Menge Menschen in meinem Umfeld, die anfangen gerade zu strugglen, die nicht mehr können, die anfangen zu blamen, alle anderen sind schuld. Und das, was wir gerade erlebt haben, hat drei verschiedene Ebenen. Wenn nämlich eine Krise von außen kommt, und das ist egal, ob das bei dir in deiner Beziehung ist, ob das mit Freunden ist, ob das eine persönliche Krise ist, dann hat das immer mehrere Phasen. Die erste Phase ist, blöde Witze zu machen. Und jeder von uns hat emotionale Schutzprogramme. Ich weiß nicht, was deine sind. Bei mir ist es in solchen Situationen, blöde Witze machen. Nächster Schritt ist Schritt Nummer zwei. Wir schieben das weg. Ah ja, China, weit weg. Ja, Österreich, Italien, weit weg. Dann fangen wir an, das zu verneinen, das Problem immer weiter wegzuschieben. Und irgendwann kommt Schritt Nummer drei. Und ich möchte, dass du sensibel mit deinen Menschen, die in deinem Umfeld sind, darauf reagierst, weil die befinden sich gerade irgendwo in diesen drei Schritten. Ist das Verneinen und Kaputtgehen daran und anfangen, die ganze Welt zu hinterfragen und alles schlecht zu machen, oder Aufbruch? Und ich weiß nicht, wo du gerade bist, weil jeder von uns ist immer irgendwo in diesen drei Schritten. Und die Welt ist übrigens nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie du bist. Und das wollen viele nicht wahrhaben. Und die Menschen, die jetzt hier gerade dabei sind, und ich kann dir nur Danke dafür sagen, dass du hier bist, weil du wirst eine Entscheidung treffen und wirst dich hinstellen und für etwas stehen. Alles, was du in deinem Leben bisher erreicht hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet. Der einzige Grund, warum du hier zuhörst, einige von euch, von morgens bis nachts, ein Speaker nach dem anderen, ist, weil du Hunger auf Leben hast. Das ist der Grund, warum du hier bist.